Kurze Geschichte der Jurten. Eine Jurte ist ein rundes, zeltartiges Zuhause. Traditionelle Jurten sind tragbar und eignen sich gut für den nomadischen Lebensstil. Die Struktur einer Jurte besteht normalerweise aus einem flexiblen Holzrahmen, der mit Pelzen, Filz oder Leinwand bedeckt ist. Das Wort kommt von einer türkischen Wurzel, die Heimat bedeutet und sich auch wörtlich auf den Abdruck bezieht, den eine Jurte im Boden hinterlässt, wenn sie bewegt wird. In verschiedenen Teilen Zentralasiens sind Jurten seit Tausenden von Jahren übliche Behausungen. Sie haben eine bedeutende Rolle in der nomadischen Lebensweise gespielt und Wärme und Schutz vor den rauen Elementen der zentralasiatischen Steppen geboten. Die Ursprünge der Jurte lassen sich bis zu den alten Turkstämmen zurückverfolgen, die die Region um das 3. Jahrhundert vor Christus besiedelten. Diese Nomaden durchstreiften die weiten Steppen Zentralasiens und zogen mit ihren Herden von Pferden, Schafen und Kamelen auf der Suche nach Weideland, Wasserquellen und besseren Wetterbedingungen. Sie brauchten eine tragbare und langlebige Behausung, die leicht von einem Ort zum anderen transportiert werden konnte, und die Jurte war die perfekte Lösung. Die ersten Jurten bestanden aus Filz, einem Vliesstoff aus Schafwolle, der durch Hitze, Feuchtigkeit und Druck zusammengefilzt wird. Der Filz wurde verwendet, um den Holzrahmen der Jurte zu bedecken, um Isolierung und Schutz vor rauem Wetter zu bieten. Der Holzrahmen wurde aus lokal beschafften Materialien wie Weiden- oder Pappelzweigen hergestellt und mit einem einzigartigen ineinandergreifenden Design zusammengesetzt, das keine Nägel oder Schrauben erforderte. Im Laufe der Zeit entwickelte sich das Design der Jurte, um effizienter und funktionaler zu werden. Der Filzbezug wurde durch haltbarere Materialien wie Segeltuch ersetzt, während der Holzrahmen mit stärkeren und leichteren Materialien wie Bambus oder Aluminium verstärkt wurde. Die kreisförmige Form der Jurte wurde beibehalten, da sie die Einheit und Harmonie der Nomaden sowie ihre Verbindung zum Himmel und zur Erde darstellte. Die Verwendung von Jurten verbreitete sich in ganz Zentralasien, da verschiedene Nomadenstämme das Design übernahmen und ihre eigenen Modifikationen an ihre spezifischen Bedürfnisse anpassten. Die Kasachen entwickelten zum Beispiel eine größere und komplexere Jurte namens Kirege, die innerhalb weniger Stunden auf- und abgebaut werden konnte. Die Kirgisen hingegen entwickelten eine kompaktere und leichtere Jurte namens Batsui, die für einen einfachen Transport über die Berge konzipiert war. Jurten spielten eine wichtige Rolle im sozialen und kulturellen Leben der Nomaden. Sie dienten nicht nur als Wohnungen, sondern auch als Versammlungsorte für Familien und Gemeinschaftsveranstaltungen. Jurten wurden oft mit bunten Teppichen, Wandteppichen und anderen Textilien dekoriert, wodurch eine warme und einladende Atmosphäre entstand. Die zentrale Feuerstelle in der Jurte sorgte für Wärme und Licht sowie einen Ort zum Kochen und geselligen Beisammensein. Mit dem Niedergang der nomadischen Lebensweise im 20. Jahrhundert begannen die Jurten ihre Bedeutung als Hauptwohnsitz zu verlieren. Sie blieben jedoch ein wichtiges Symbol der zentralasiatischen Kultur und Lebensweise, und es wurden Anstrengungen unternommen, um die Verwendung von Jurten zu erhalten und zu fördern. In den letzten Jahren haben Jurten wieder an Popularität gewonnen, da sie für Camping, Glamping und Ökotourismus angepasst wurden. Heute sind Jurten auf der ganzen Welt zu finden, von den abgelegenen Steppen der Mongolei bis zu den Stränden Kaliforniens. Sie bieten weiterhin eine einzigartige und umweltfreundliche Unterkunftsoption für diejenigen, die die Einfachheit und Funktionalität der Jurte schätzen. Die Geschichte der Jurten ist ein Beweis für den Einfallsreichtum und Einfallsreichtum der Nomadenvölker, die sie geschaffen haben, und für ihr bleibendes Erbe im kulturellen und architektonischen Erbe Zentralasiens. Hier gestellt von The Nomad Jurts Company. Besuchen Sie uns auf Instagram @nomadjurts.